Nest, der Podcast der Piratenpartei. Man könnte ganz laut sagen, einfach Achtung. 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 Aber fangen wir erstmal andersrum an. Krähennest hier. Landtag. Ich habe gehört, hier sind es 1000 Terroristen, Pädophile, Islamisten, mindestens. Bombenleger. Ach nee, die haben nichts mit Internet zu tun. Ne? Da kriegen die anderen mehr. Egal, mein Gesprächspartner hier, stelle ich bitte kurz vor für die, die ich noch nicht gesehen habe. Michael Marschall, Mitglied des Landtags NRW. Genau. Auf Twitter gab es schon die ersten Kommentare, warum hat er denn hinten gestanden? Frage ist jetzt, was meinen wir damit, du hast hinten gestanden, bei welcher Aktion, was habt ihr gemacht? Und das andere ist, warum hast du hinten gestanden? Und warum haben wir die Aktion gemacht? Das sowieso. Sehr gut. Ja, es ging heute darum, dass wir einen Tagesordnungspunkt einfügen wollten zum Thema Bestandsdatenauskunft und wie der Minister Jäger durch entsprechend falsche Informationen in einer E-Mail, die sehr reißerisch und sehr übertrieben waren, anscheinend die anderen rot-grün geführten Länder, insbesondere das Bundesland Berlin und die Regierung dort, auf Linie bringen wollte. Mhm. Und diese Absätze fingen immer an mit dem Wort Achtung, gefolgt von zwei Ausrufezeichen. Wenn wir das nicht einführen, dann wird die Welt untergehen. Ja, wir haben heute Schilder hochgehalten, nachdem wir einen Tagesordnungspunkt nicht bekommen haben, den wir uns gewünscht hätten, zu dem Thema. Anscheinend war es wichtiger, über andere Dinge zu reden. So wie Tempolimit im Bund zum Beispiel. Das kann man mal machen in dem Landtag, wenn man gerade nicht über andere Dinge reden möchte. Wahlkampf. Ja, natürlich. Aber für uns war ja auch Wahlkampf und dementsprechend haben wir das dann nachgeholt, haben das mit der Bestandsdatenauskunft und dem Achtung nochmal ins Gedächtnis gerufen, indem wir bei ersten Auftritt des Innenministers dann entsprechende Schilder hochgehalten haben, damit jeder weiß, vor dem muss man sich in Acht nehmen. Er hat ja auch darauf reagiert und hat gesagt, er würde ja gerne mit euch über die Bestandsdatenauskunft diskutieren, aber ihr wärt ja waffenlos, wenn ich das richtig gesehen habe im Stream. Also uns hat meiner Meinung nach noch niemand darüber irgendwie in Kenntnis gesetzt, dass er Lust hat, mit uns zu reden. Wir haben noch kein Angebot bekommen. Wenn wir waffenlos sind, wie soll ich das sagen? Ich empfinde ihn als waffenlos, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn er solche E-Mails braucht, um seine Ziele durchzusetzen, dann glaube ich nicht, dass wir diejenigen sind, die sich als waffenlos titulieren lassen müssen. Ja, ich hatte mich neulich irgendwann mal außerhalb einer Aufnahme, was ja sehr selten ist bei mir, mit ihm unterhalten, der halt auch im Netzaktivist ist, und er sagte halt, man hat wirklich gemerkt, wie die von Ende der 90er an bis jetzt, erst waren es Kinderschänder, dann waren es Terroristen, es wurde halt immer irgendwas gezogen, Zensur, Sula und so weiter, immer irgendwelche haarsträubenden Sachen herangezogen, um das zu begründen, und er hat jetzt wirklich alle Sachen da in diesem einen Brief reingeschrieben. Er hat alle Sachen in einen Brief reingeschrieben, und das Besondere ist ja, der Brief war ja nicht offen. Das heißt, das war ja eigentlich, er wurde ja geleakt, wurde ja veröffentlicht, und im Spiegel, der Spiegel ist dann darauf angesprungen, Netzpolitik hat ihn dann veröffentlicht, im Wortlaut, und wir verlinken den dann auch hier drunter mal, wenn ich ihn finde. Ja, sehr gerne, netzpolitik.org, da ist das auf jeden Fall. Ja, und das zeigt einfach auch intern, wie die Sprache ist und wie einfach mit Unwissenheit, wir haben das ja hier schon öfter mitbekommen, auch bei der Diskussion, da ging es halt auch um IT, wo es dann hieß, wenn der Spam-Filter-Rechner im Landtag steht, dann wäre das wesentlich gefährlicher, als wenn er extern bei einem Dienstleister steht, weil die Viren wären ja dann schon im Landtag. Da schüttelt man einfach nur den Kopf, aber das ist die Argumentation. Und wenn ich jemanden habe, der technisch keine Ahnung hat, ja, dann hat er technisch keine Ahnung. Und dann kriege ich den mit genau so einer Argumentation eben rum. Mhm. Und das ist das Problem. Gut, ihr habt also demonstriert dagegen. Mal gucken, ob sie mir gesagt haben. Du hast hinten gestanden. Du hast kein Schild, wenn ich das gesehen habe. Es hieß schon, warum macht der Marschall mir nicht mit? Ja, genau. Ja. Nein, ich hatte eigentlich ein Schild dabei. Ich habe das Schild dann abgegeben. Es ging darum, wir hatten die Befürchtung, dass wir eventuell rausgeschmissen werden. Es gibt ja Ordnungsmaßnahmen, die entsprechend sagen, bei grober Verletzung der Ordnung, der parlamentarischen Ordnung, kann eben auch eine Fraktion bzw. der Störende
des Saales verwiesen werden. Das wäre ein bisschen blöd gewesen, weil ich als nächstes dran war. Ja. Und der nächste Redner war, der nächste Punkt war unsere Gesetzesänderung zum Thema Vetternwirtschaft. Und da wäre es halt doof gewesen, rauszufliegen. Und so habe ich mir dann vorbehalten, hätte es eine Konsequenz gegeben, zu sagen, ja, Moment, aber ich habe mit dem Thema jetzt nichts zu tun, weil damit unser anderes Thema, das wir heute relativ präsent, relativ wichtig haben, dann auch noch drankommt und noch entsprechend besprochen wird. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich hatte das ein bisschen Gefühl, die andere Fraktion hat ein bisschen der Nase herumgeführt. Ja, können wir gleich noch drüber reden. Okay. Aber wie geht hier jetzt weiter hier im Landtag vor? Also ich sag mal, wir haben eine Gesetzesentscheidung, die absolut der Mist ist, ne? Mhm. Die im Prinzip Angst statt Freiheit bedeutet, was wir überhaupt nicht wollen. Mhm. Was habt ihr vor, jetzt hier mit diesem Lügenminister zu machen? Also wir werden morgen nochmal einen entsprechenden Tagesordnungspunkt haben. Morgen gibt es ja auch die große Demo, also entsprechend internetaffinen Tagesordnungspunkt. Mhm. Morgen gibt es die große Demo zur Telekom, zur Netzdrosselung. Da wird bestimmt es auch nochmal, da es ja da so das Thema Internet kommt und die anderen das gerne verbinden, wird es da wahrscheinlich nochmal um BDA gehen. Mhm. Da hoffe ich zumindest drauf. Dann können wir ein paar Zwischenfragen noch reinwerfen und können dann nochmal darauf aufmerksam machen. Und ansonsten, das ist ein Tagesordnungspunkt, der war ja eigentlich ausgearbeitet. Man könnte natürlich einfach tatsächlich den Tagesordnungspunkt beim nächsten Mal noch auf die Tagesordnung setzen. Mhm. Inwieweit das sinnvoll ist, weiß ich allerdings nicht, weil dann ist es schon wieder Wochen her und dann sind schon wieder 10 andere Dinge passiert. Mhm. Muss man einfach sehen. Ich glaube, wir haben das gemacht, was wir konnten. Wir haben so viel Öffentlichkeit hergestellt, wie wir konnten, einfach dazu, dass so ein interner Vorfall aufgeklärt wurde, den wir als ungeheuerlich ansehen. Ihr habt, glaube ich, auch jeder auch Aufruf benutzt als Passwort, oder viele von euch, ne? Aufruf? Achtung, Entschuldigung. Ja, ja, natürlich. Ja, in meiner Rede kam es 4-mal vor, glaube ich. Mhm. Ich habe es aber auch nur 2-mal vorgelesen, weil es irgendwie, ist auch egal. Ja, natürlich, klar, das Achtung trendet heute auf Twitter. Wir haben gesagt, wir versuchen das einfach mal hoch zu pushen. Wir versuchen einfach mal die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Viele Leute haben auch nachgefragt, was bedeutet denn das? Und dann kann man auf den entsprechenden Artikel verlinken. Und das hat meiner Meinung nach relativ gut funktioniert. Alles klar. Ich danke dir für die Hintergrundinformationen und dann machen wir jetzt eine zweite Aufnahme zu dem anderen Thema. Machen wir.